Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es eine neue Produktreihe bei Stampin' Up, die nennt sich Schöner Garten. Darin enthalten sind zwei Produktpakete und die möchte ich euch einmal vorstellen. Das erste Produktpaket nennt sich Dekoratives Dankeschön. Ist ein Clear-Stempelset. Genau so sieht's aus. Und ich finde, da sind wunderschöne Sprüche drauf, beziehungsweise Danksagungen. Zum Beispiel, ich wollte einfach mal Danke sagen oder du bist ein Goldstück aus tiefstem Herzen. Also da kann man sich tolle Sachen mit zusammen zaubern. Was ich schön finde, ist, dass man hier einmal Druckschrift hat und Schreibschrift. Dort hat auch noch was und vor allen Dingen ganz wichtig ist, mal bei den Leuten Danke zu sagen. Ich denke, das ja, geht manchmal unter und sagt man manchmal viel zu wenig. Aber jetzt hat man ja den Grund, um noch mehr Danke zu sagen. Ja, und in dem Set sind noch enthalten Stanzformen und zwar dekorative Bordüren nennen die sich. So sieht das hier einmal aus. Die habe ich schon benutzt, um euch zu zeigen, wie schön die aussehen. Die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Ich versuche die mal ein bisschen näher zu holen. Hier so einen schönen Blumenranke quasi. Oder hier auch so grasmäßig oder gräsermäßig. Und vor allen Dingen, was ich schön finde, ist so filigran ausgestanzt. Also richtig schick. Ja, die Stanzformen sind da alle in dem Set drin enthalten. Und damit kann man was Schönes zaubern. Das zweite Set nennt sich Ornate Style. Und darin enthalten ist dieses schöne Stempelset. Das sind Gummistempel. So sehen die aus. Und die finde ich auch wunderschön. Also die kann man super schön ausmalen, auch ein einzelnes Blümchen stempeln oder hier eben für die Ecken oben so schöne Geschnörkel hinstempeln. Also richtig toll. Vor allen Dingen die Blume so richtig groß. Gefällt mir sehr gut. Und dann drin enthalten sind Stanzformen, dekorative Rahmen. Die sehen so aus. Genau. Und auch die habe ich euch einmal ausgestanzt und aufgeklebt. Und fangen wir mit dem ersten an. Sieht so aus. Und da kann man tolle Sachen mit basteln. Einmal und zweimal. Ich hoffe, das erkennt man gut. Genau, das gehört auch dazu. Das sind jetzt die beiden Produktpakete, aber man kann noch einen wunderschönen 3D-Prägefolder dazu holen. Und zwar sieht er so aus. Das sind wunderschöne Blümchen. Und ausgestanzt sieht es so aus. Und ich finde es wunderschön, vor allen Dingen so als Kartenrücken. Und egal ob von vorne oder von hinten, die sind einfach schön. Ja, so sieht das aus. Dann gibt es noch 90 vergoldete, ja, Strasssteinchen. Wie nennen sie sich hier? Steht vorne drauf. Vergoldete Schmucksteine in drei Größen, groß, mittel und klein, die ja glänzen nicht wirklich, sind aber auch nicht matt. Das ist so ein Mittelding. Dann gibt es noch zweimal Dekobänder, also zwei Sorten. Einmal in Ziegelrot und einmal in Olivgrün. Na, so sehen die aus. Und die passen auch super zu dem Designerpapier, was jetzt kommt.
immer zwei Blatt von jedem. Ich zeige euch jetzt quasi einmal Vorder- und Rückseite. Ich sage jetzt einfach mal, das ist die Vorderseite und das ist die Rückseite. Auch hier, ich glaube, sind das Margeriten, würde ich jetzt sagen. Wunderschön. Und die Rückseite ist so mit Ornamenten drauf. Und auch da findet man das Olivgrün und Ziegelrot wieder drin. Das meinte ich mit dem, dass das alles zusammenpasst. Ist bei Stampin' Up ja wirklich, da passt ja alles. Alles immer zusammen. Also einmal und die Rückseite. So ein schönes Grün mit goldenen Verzierungen drauf. Die Vorderseite und die Rückseite. So ein Weiß und da sind noch goldene Blümchen drauf. Auch da wieder Ziegelrot und Olivgrün drin zu finden. Und auf der Rückseite ein schönes, ja, ich würde sagen, das Minzmakrone mit goldenen Schnörkeln. Und zu guter Letzt nochmal Margeriten in Gelb und Weiß. Und auch hier wieder ein Weiß und goldene Blumenblüten drauf. Ja, das war das Designerpapier dazu. Und ich habe euch jetzt die komplette Produktreihe gezeigt. Einmal hier das Designerpapier. Passend dazu das Dekoband, Präge, Folder und die Stanzformen, die Steinchen, also alles wieder passend dazu. Zack, zack, und da, ich wollte sagen, fehlt da noch einer. Ja, so sieht das jetzt aus. Das kann man ab dem 1.4. bei Stampin' Up bestellen, beziehungsweise über mich. Und falls Interesse besteht, meldet euch einfach bei mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!